Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Black Mirror Reboot. So, meine Lieben, im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben Geister gesehen, beziehungsweise ja doch Geister von einer ertrinkenden Frau und von jemandem, der sie gestoßen haben könnte. Aber das wissen wir noch nicht genau. Und wir haben jemand Neues kennengelernt hier und das Dienstmädchen wurde... Rory ist ja nicht gerade der Ordentlichste. Vielleicht nicht unbedingt ermordet, aber vielleicht ja doch ermordet, das weiß man noch nicht. Sie hatte einen Unfall und ist gestorben. Jawohl. Und ich gehe jetzt nochmal in den Garten, weil ich glaube nicht, dass ich in den Keller gehen kann. Wobei das eigentlich ganz gut wäre, wenn wir das untersuchen könnten. Aber okay, wir sind ja hier nicht bei Sherlock Holmes. Dementsprechend müssen wir es vielleicht auch gar nicht untersuchen. Von daher gehen wir einfach in den Garten und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Alles in Ordnung? Hab dich! Hört auf, rumzualbern! Komm mit mir! Ich komme ja gleich hinein. Geh nicht! Ich will nur noch das ein bisschen... Das war keine Bitte, Mädchen! Keine Sorge. Alles wird gut. Was passiert nur mit mir? David? Ist alles in Ordnung? Beeilen wir uns. Okay, ich wusste nicht, dass sie mitkommt. Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Ach so, deswegen ist sie dabei. Okay, das machen wir später. Jetzt folgen wir erstmal den anderen beiden, würde ich sagen. Wer die Tür wieder repariert. Die Bewohner des Hauses sind nicht sehr redefreudig. Nicht einmal, wenn ich tatsächlich eine Frage an sie habe. Okay, ich spreche trotzdem mal mit ihm. Wenn ich herausgefunden habe, was Vater wirklich zugestoßen ist, kann ich mit meiner Familie und den Angestellten vielleicht endlich über gelassenere Themen sprechen. Okay, ich spreche doch nicht mit ihm. Können wir hier rein? Nee, können wir nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt mal noch hier hinten gucken, oder? Oder ist das einfach der Weg vom Anwesen runter? Nein, wir können da lang gehen. Oh, atemberaubend. Wie seltsam. Sehen Sie sich das mal an. Jupp, ich komme gleich. Könnte das hier die Stelle gewesen sein, wo sie ins Wasser geschmissen wurde? Ah, da geht's bestimmt wieder zurück. Was haben sie denn da? Da! Sie bilden einen perfekten Kreis. Das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als fehle einer der Steine. Schwer genug, um sich damit hinabziehen zu lassen. Da sind Markierungen drauf, ne? Jeder davon trägt eine Inschrift. Ja. X und so. So eine Rose habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Der Gärtner, Rory, er hat welche davon im Gewächshaus. Aha. Im Gewächshaus. Dann gehen wir doch da mal hin. Moment, von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Von hier sind wir gekommen, ne? Dann gehen wir für... Oh, Moment. Halt. Halt. Dreh dich. Noch ein Fotoschnipsel. Ja. Sehr schön. So, dann gehe ich vielleicht jetzt doch mal hier lang. Wenn das geht.
scheint zu gehen. Ach so, dann sind wir doch wieder hier. Alles klar. So, dann werde ich mal eben Rory vielleicht drauf ansprechen. Auf die Rosen. Das ist eine ungewöhnliche Rose. So eine habe ich am Seeufer liegen sehen. Hey, die war von mir. Eine Blume für die Blume von Skahandu. Cecilia. Meine Tante? Die sind für Sie? Ei, ich züchtete sie für Sie. Sie liebte die Rosen, Cecilia. Aber nicht die roten. Erinnerten sie an Blut, weißt du? Verzeihung, aber wäre es nicht passender, sie ihr aufs Grab zu legen? Wieso? Da ist sie doch gar nicht, Junge. Dort ruht sie nicht. Und ich halte nicht viel von eurem modernen Gott. Was ist ihr zugestoßen? Was ist Cecilia zugestoßen, Rory? Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, Junge. Die Steine am Seeufer sind mit seltsamen Zeichen versehen. Runen? Ei... Ich bin wohl etwas altmodisch. Ich mag die alten Sitten. Ein Aberglaube wird nicht vernünftiger, nur weil man schon lange daran glaubt. Denk darüber besser nochmal nach. Deine kostbare Wissenschaft kennt nicht alle Antworten, Mädchen. Darf ich ein paar Rosen haben, Rory? Ich möchte sie auf Cecilias Grab legen. Was bedeutet sie dir? Du kanntest sie nicht. Das stimmt. Aber sie gehört zur Familie. Und Vater sprach immer so liebevoll von ihr. Er lächelte sogar, wenn er erzählte, wie er als Kind mit ihr im Garten gespielt hat. Hat er das, ja? Ei, na, das ist gut zu wissen. Ich müsste noch welche im Gewächshaus haben. Wir unterhalten uns später, Rory. Ei, da bin ich sicher, Junge. Okay, dann gehen wir da mal rein. Bedauere, Mädchen, aber du kannst hier nicht rein. Das darf nur die Familie. Warten Sie mal. Nein, schon gut. Ich verstehe das. Gehen Sie vor und ich warte hier, wenn es sein muss. Ei, es muss sein. Kriege ich wenigstens die Lampe? Ich habe nämlich, glaube ich, keine in der Tasche. Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Hm. Dann will ich mich doch mal hier umschauen, falls ich das überhaupt kann in der Dunkelheit. Die hier sind mausetot. Schwer, hier irgendetwas Schönes anzubauen, seit Cecilia fort ist. Hm, okay. Hier haben wir was. Wollen Sie noch mehr Schlösser aufbrechen, Junge? Vielleicht. Sind das... Ei. Cecilias Rose. Die sind wunderschön. Das finde ich auch. Sonst scheint hier allerdings nichts zu wachsen. Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort.
Was ist das dort? Ein Kranz. Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat sie. Ei. Für mich. Das Mädchen muss sich die Finger blutig gestochen haben. An den Dornen, wissen Sie? Oh, was ist jetzt los? Eine Erinnerung? Ach, wieso kommt das denn nicht? Na komm schon. Okay. Ach, Rosenblätter. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von ihr, du Feigling! Was macht er denn da mit ihr? Oh, 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 oh. Okay. Ich muss immer aufpassen, dass wir nicht zu nah dran sind. Na komm schon. Funktioniert immer nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich... Na komm schon. Untersuchen. Es geht nicht. Verdammt, jetzt werden wir wieder erwürgt. Ah, verdammt. Das ist echt schwierig mit der Steuerung. Ich meine, wie nah soll ich denn dran gehen? Ihr habt es ja gemerkt. Es ist nicht so gut, wenn man zu nah dran ist. So, jetzt muss ich nochmal mit ihm sprechen. Können Sie mir von... Wir klicken uns mal eben durch. Klick, klick, klick. So, und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Es ist wunderbar. Kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Auch wenn die Steuerung verdammt schwierig ist irgendwie. Das ist halt so ungenau, ne? Mir wäre es lieber, ich könnte einfach mit der Maus draufklicken und fertig. Aber so muss ich auch noch nah genug dran sein. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von ihr, du Feigling! Ne, da passiert nichts. Geh mal wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ich bin einfach nicht nah genug dran, um da hinten dran zu kommen. Nein! Okay, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Verdammt. Verschwinde! Lass sie! Wer ist diese alte Frau? Es gehört Mut dazu, Edward so die Stirn zu bieten. Komm schon. Verdammt. Okay, jetzt müssen wir ja nur noch das Letzte hinkriegen. Also er hat da irgendwas geschmissen. Sie haben mich belogen. Wer? Sie alle.
Was ist passiert? Das könnte ich Sie fragen. Sie haben mit sich selbst geredet. Und dann haben Sie mit den Armen rumgefuchtelt, als ob Sie gegen etwas kämpfen. Was konnte ich nicht sehen? Sie haben gebrüllt und das Mädchen kam rein, um nachzusehen, was los ist. Sie wollte sie beruhigen, aber sie sind auf sie losgegangen. Da war eine alte Frau. Sie trug ein langes, fließendes Kleid und klang stark und entschlossen. Klingt nach Rosemary. Sie war Lady Margarets Mutter. Konnte Cecilia keine Kinder bekommen? War Großvater Edward darüber erzürnt? Sie scheinen einiges zu sehen, Junge. So einiges. Es lag nicht an ihr, es war ihr Mann. Er war das Problem, konnte nicht. Sie verstehen? Ich glaube schon, ja. Ei, tja. Edward gab Cecilia die Schuld, dafür den falschen Mann gewählt zu haben. Das wird schon wieder, Junge. Du brauchst nur ein bisschen frische Luft. Dieser Ort kann einem nahe gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ja, schade nur, dass manche Sätze jetzt von mir übersprungen wurde, weil ich halt krampfhaft versucht habe, da dieses Untersuchen zu drücken. Vielleicht sollte ich mir einfach angewöhnen, das mit der wirklich Maustaste dann zu machen. Quatsch, mit der Tastatur wissen, halt. Es Beweise für meine Vision gibt. Ach so. Okay, das heißt, wir können noch nicht rausgehen. Hier können wir uns aber auch noch nichts. Hier vielleicht, ne? Die Gartenschere müsste. Hier ist sie. Woher wusste ich das? Für eine vergessene Erinnerung ist das verdammt präzise. Der Riss ist genau da. Edward war wütend. Offenbar waren er und Urgroßmutter Rose nicht immer einer Meinung. Hm. Na, dann gucken wir jetzt mal nach Lea. Na, komm schon. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, Junge. Mach ich. David, geht es Ihnen gut? Mir geht's gut, danke. Ich glaube, dieser Ort geht mir an die Nieren. Ich glaube, Edward ist vielleicht schuld am Tod meiner Tante Cecilia. Nicht direkt. Sie hat sich im See ertränkt. Ich glaube, Edward hat sie dazu getrieben. So alte Familien haben meistens ein oder zwei Leichen im Keller. Ja, aber meine hat einen ganzen Friedhof voll. Ich habe das Gefühl, der Wahnsinn, der in dieser Familie herrscht, in diesen Mauern, befällt langsam auch mich. Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen sich mir öffnen. Sie müssen mit mir reden. Sie würden mir ja doch nicht glauben. Sie sind ein Sturkopf, genau wie Ihr Vater. Welches Geheimnis diese Familie auch verbirgt, es kostet Leben. Cecilia, das Hausmädchen, mein Vater. Wer weiß, wie viele es sonst noch waren. Genau, und deswegen gehen wir jetzt mal eben noch schnell wieder zurück und gucken uns mal noch die Leiche an, würde ich sagen. Ja, wenn wir vorm Zaun stehen, ist das nicht gut. Die kommt gar nicht mit, ne? Vielleicht muss ich nochmal mit ihr reden. Warte. Ich gehe nochmal zurück. Ist noch was? Anscheinend nicht. Oder doch? Oder nicht? Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht? Nur weil ich sie nochmal ansprechen wollte, weil sie nicht mitgekommen ist.
Kann mich auch nicht mehr bewegen. Ja, nice. Was sagt mein Q? Geht auch nicht mehr. Was sagt mein Menü? Ah, das geht wenigstens noch. Naja, gut, okay. Dann gucken wir halt eben nicht nach, was mit dem Dienstmädchen ist, sondern wir machen erst einmal einen Cut, weil ich das Spiel neu starten darf. Also von daher sehen wir uns in einem neuen Part bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.